Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Oh, wie schön. So, was werden wir heute tun? Wir fangen an, den zweiten Kühlschrankschluck trinken. Da ist ja gar nichts drin. Den zweiten Kühlschrank zu bauen, einen zweiten Ofen will ich drüben bauen heute mit euch. Yeah, vorher füllen wir da natürlich auf. Wir brauchen wesentlich mehr Steinchen als bisher. Weil ich glaube, wir müssen nur die Kisten rübertragen. Müssen wir das? Ja, wir sollten. So, dann haben wir das hier und das hier. Wir legen gleich mal nach. Bei den Ziegeln, beim Beton. Ziegeln und Beton, Ziegeln und Beton. So, da haben wir den. Na, dann haben wir den. Und den. Und den. Und sind schon überladen. Ja. Yeah. So. Weiter. Was ist eigentlich in denen da drin? Nix, nix, nix und nix. Dreimal nix. Also viermal in dem Fall. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2, 3, 4. So. Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Dann heute einmal Ofen, einmal Kühlschrank und los geht's. So. Räum. Sand. Ja, und dann will ich uns gemeinsam gratulieren zu unserem wunderbaren Strommanagement, in dem wir so viel Stromüberschuss haben. Und alles mit erneuerbaren Energien. Super. So. Wahnsinn, oder? Ich schaue einfach immer gerne hin. Wir haben natürlich viel zu wenig Batterien. Könnte man noch neue bauen. Hier weglegen sollte man Beton auch. Da füllen wir langsam die Kiste wieder. Wirklich. 4. 1, 2, 3, 4. Ist uns kalt. Na gut. Ja, wir sollten da. Bam und ihr. Auch kommen. So, wir füllen das noch auf und dann plündern wir die Leiche. Ja, wobei, vielleicht sollte man sein Jäckchen anziehen. Von wo? Von wo? Das klang echt so, als hätte er jetzt gerade was zerstört. Der alte Fuchs, der. So, zumachen, schön. So, dann ziehen wir uns mal unser Jäckchen an. Da haben wir sowieso die Scharnierhose. Dann machen wir den da. Ist da noch Wasser? Nö, ist Zwiebelsuppe. Schüssel. So. Ab in den Hals leeren. Ja. So, super. Jetzt will ich aber trotzdem nachschauen. Wegen draußen. So, irgendwas ging da kaputt. Oder? Hat er das nicht kaputt gemacht gerade? Hörte sich das nicht so an? Oh, ich hab den... Wo ist der Speer? Da. Ach komm. Ja. Wieso sind so viele in letzter Zeit? Er wollte uns binden. Na, vielleicht da? So, eine Runde Eislaufen könnte man auch. Oh, wie fein Eislaufen. Oh, feine Sache. Das will ich noch verstärken, da? Durch einen zweiten Verteidigungsring. So, na dann. Das Seil, das brauchen wir im Moment gar nicht. Dann haben wir hier noch ein wenig Gemüse. Super. Trotzdem fehlt uns Wasser. Ja, zweiter Ofen, zweiter Kühlschrank, alles kommt da noch hin, aber wir waren hier noch nicht fertig. So. Auch da müssen wir auch mal nachfüllen. Da müssen wir auch mal nachfüllen. So. Aber nicht jetzt. So, machen wir zuerst mein Ziel. So. Sag mal, habe ich den einen da vergessen? Yeah. So, und dann haben wir nochmal Ziegel. So. Die anderen machen wir auch jetzt noch.
Dazu brauchen wir die, oder? Nö, die. So, und 1, 2. Hier. 1, 2. Und 1, 2. Super. So, einmal noch. Und dann haben wir auch alle Ziegeln vorgelegt. Dann planen wir die Umstellung der Küche. Ich hätte sie gerne nach oben verlegt, die Küche. Ja, wirkt vielleicht komisch, aber hätte ich tatsächlich gerne gemacht. So, und so, super. Da hinten rein. So soll es sein. Alles was da hinten rein. Ja. So, beim Weg, weil wir schon hier sind, greifen wir uns das Öl. Da können wir dann Plastik machen. Wir haben aber genug Plastik. Also im Moment nicht vonnöten. Ich möchte nur dafür sorgen, dass die nicht voll sind und aufhören zu arbeiten. Deswegen mehr in Reserve. So, da wird es langsam. Oh, ein Stein. Schnell. So. Öl. Wir tragen das Öl weg. Das ist ganz schön schwer, so Öl. Es ist schwer, Öl. So. Bam, bam, bam. Was haben wir da drin? Nix. Plastik, sage ich ja. So, wir haben Kupfer. Wir haben Kupfer. Wir tragen das Kupfer mal weg. Endlich viel Kupfer. Haben auch überlegt, ob wir noch zwei Extraktoren in der Kupferhöhle aufstellen. Einfach weil es geht. So, da unten war irgendwo, da war irgendwo, da war irgendwo. Das müssen wir auch mal ausräumen und einsortieren. Ah. So, super. So, aus dem können wir einmal Stahl machen. Hier und hier. Bam. So, und dann würde ich sagen, wir machen hier mal Fokusstahl. So. Und dann geht es um den Kühlschrank und die. Und den Herd. So, hier in dem Raum hätte ich in Wirklichkeit, gerne die Küche gebaut. So, da gibt es ja dann später mal einen Übergang und oben drüber dann das Glashaus. So, das heißt, wir laufen hier rein, bringen das Gemüse hier runter und haben dann hier die Küche. So mein Plan. Das heißt, wir brauchen platzierbar Essen, Herd. Ja, das weiß ich nicht. Wir müssen mal die Köpfe rausbringen. Komm, bring die Köpfe. So ist doch mal so leid. So. So. Und dann können wir da nämlich schön beim Fenster kochen. So. Was ich vorher trotzdem noch machen will, nur damit es nicht überläuft. Es läuft schon über. So. Oh, so viele Kisten. So, daher. Dann haben wir die daher. So viele Kisten. Super. Naja, wir müssen ja diese ganzen Reparaturkisten da, also an allen vier Ecken vollfüllen, damit wir überall genug haben am Zeug. Das Zeug. So, sehr schön. Dann haben wir hier. Wunderbar. So. Stellen wir da auch vor. So, die Kiste ist auch voll. Super, oder? So viele volle Kisten. Ach komm, die tragen wir einfach rüber. So. Er hier kommt gleich mit. Und dann machen wir in der Küche weiter. Ab in die Küche mit uns. So, gleich. Zuerst noch ein wenig Steinchen tragen. Das gibt's ja nicht. Wie viele sind da? So, jetzt probieren wir das mal aus, wenn wir hier stehen. Ja, der leidet aber auch. So, was hat er uns gar... Oh, Eisen. So. Immer wieder. Was eigentlich in denen? Leer, leer, leer. Super. Sehr schön.
er nicht, da will er nicht, aber da muss er. So. Und einmal noch. Oder zweimal noch. So. Och. So, einmal hier. Und das rein. So, dann würde ich auch sagen, wir... Was ist eigentlich in diesen drei Kisten? Wir brauchen auch noch einen Wolf für Kopfer. Ja, aber zuerst mal... Hier, viel zu viele Projekte gleichzeitig. Ich sag's ja. So, also wir kommen hier runter, von da oben, wo wir beim Glashaus sind. Da stehen wir dann hier. Das heißt, eigentlich wäre hier ganz gut so ein Regal. Das wäre ganz gut hier. Ein Regal. Ja, okay. So, hier Öfen. Zwei. Aber du hast doch unten einen. Ja, stört ja nicht. So. Nö, Moment, das Rohr geht nach draußen. Können wir die da so schräg neben die Fenster stellen? Ich glaube, das wäre stylisch. So, einmal er hier. Einmal. Na, er hier. Stehen die überhaupt richtig? Die stehen so nicht so ganz richtig, glaube ich. Doch. Ja, der steht etwas zu weit weg vom Fenster. Wenn ich mal den Fensterrahmen hier ansehe. So, nö, platzierbar, Essen, Metalherd. Der steht auch. Ist doch die Schräge falsch bei dem, oder? Wir werden es gleich wissen. So. Kann ich da noch näher ran? Nö, aber hier. Ja, da haben wir noch einmal hingestochen. Die Schräge ist falsch. So. Ja, sorry. Aber das muss schon ganz genau sein. So, Overheating, dann mach die Tür auf. Oh, ist das schön heute. So, was ist in diesen drei Kisten? Nix. Auch Fischöl. Fischöl. So, das kommt da rein. Ist das cool? Fischöl. So. Auch gleich durch. Yeah. So, dann nehmen wir mal alles mit. Das kommt nach unten. Ja, Stahl. So, die brauchen wir dann auch. Hier das Blei. Hier das Blei. Und hier das Blei. So, und ein Stahl natürlich, natürlich. Genau, um ein Stück ist es nicht ausgegangen. Dann holen wir das von da. Super. Wunderbar. So, Stahl packen wir wieder da rein. Schön langsam fühlt sich auch dieses wieder. Herrlich. So, was brauchen wir dort noch? Wir brauchen dort noch neben den zwei Öfen. So, brauchen wir da in der Mitte. Stellen wir da einen Kohleofen auf, einfach weil es geht. So. Das wäre doch witzig, oder? Ja, ich glaube, das machen wir so. So, Schrauben und 25, 50, 60 Eisenbahn. Okay, 60 Eisenbahn. Ach, das gibt's ja nicht. Wo ist er? Keine Ahnung. 60 Eisenbahn. Okay. So, nehmen wir mal 20. Hack doch den einen Ofen von unten nach oben. Nö. So. Oh, wie schön. Vielleicht wird das kein Blizzard. Mach ich nicht. So. Ja. Wahnsinn. So, wir brauchen noch Schrauben und Feuerholz. Feuerholz werden wir uns dann später noch dazu holen. Jetzt mal die Schrauben. Das sind viel zu wenige. Dann machen wir uns neue. 1, 2, 3, 4, 5. Reichen die eigentlich? Keine Ahnung. So, Schrauben herstellen. Die Nägel können wir wegpacken. Die legen wir da in die Ecke. Leer Ecke. So, das ist leer, das ist leer, das ist leer.
Na bitte sehr. Wobei, das ist viel zu viel. So, kann man es vielleicht so machen? Oh nein, so kann man es nicht machen. Geht so? Super geht das. Ich wollte eigentlich wegtragen. Ganz vergessen. So, das geht sich zwar nicht aus, nicht ganz, aber gleich. Super. So. Wunderbar. So, bringen wir mal das Blei weg. Oh, wie viel Blei wir haben. Ich glaube, so viel Blei haben wir in der ganzen Staffel noch nicht auf Lager gehabt. Wir müssen immer gleich verwursten, wenn wir es haben. So, Alu, Alu, Alu. Und ein Stahl. Yeah. So, wir nehmen wieder mit. Eisen. So viel wie geht. Schrauben haben wir eh. Genug, würde ich mal sagen. So, wunderbar. Schrauben rein. Ja, da gehen wir noch Kohle dazu. So, 4 Eisen und 1500 Feuerholz. So, die 4 Eisen können nicht das 1, 2, 3, 4. Ja, großes Problem sein. Das Problem ist eher, dass wir kein Eisen mehr im Vorrat haben. Könnt ihr euch an die Zeiten erinnern, wo das alles voll war? Die werden wir wieder erreichen. So, wir brauchen noch Feuerholz. Das ist der nächste Schritt. So. Yeah. So, dann haben wir das alles gemacht. Wir holen von unten mal... Oh. 6 Eisenbahn. Verdammt. Völlig vergessen. Die holen wir auch noch. 6 Eisenbahn. Na gut. Didi, didi. Geht sich exakt aus. Ist das cool. Moment. Nein. Ich habe mir überlegt, ob ich auch Kohle für die anderen Öfen mitnehme. Nein. So. Er hier kriegt Kohle. Zünden wir auch gleich an, damit wir zu schwitzen beginnen. So. Da brauchen wir jetzt Brettchen. So, platzierbar. Lager. Feuerholzständer. Oder da unter die Treppe, das ist ja auch witzig. Aber dann so, der Länge nach. Ist das jetzt gerade? Ja. Einmal. Und dahinter. Zweimal. Ja. So. Und so. So, wir brauchen 1500 Brettchen. Oder eher 40. Ich habe mal irgendwo 40 mitnehmen können, wo wir Platz für 40 überhaupt haben. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dass wir von außen nämlich wieder nachfüllen können. Deswegen ein wenig vorlegen. Lass uns mal das Holz vorlegen. So. Super. Brettchen nochmal mit ein paar. Können wir da noch einstecken welche? So, sehr schön. Dann rauf mit uns. Ja, ich weiß, Feuerholz fehlt noch. So, hier die Brettchen rein. Wahnsinn. Heftige Mengen. So, und dann platzierbar, Lager, Kiste, 1, 2, das geht ja noch nicht. Super. Oh, Horde, Horde. Ui. So. Aber wo werden wir kämpfen? Horde, Horde, Horde. Kämpfen wir draußen? Kämpfen wir drinnen? Mögen sie alle verenden?
Und irgendwann machen wir da so einen kleinen Kampfplatz. Ob das funktioniert oder nicht, bin ich mir nicht sicher, weil es kann ja sein, dass die dann hier trotzdem von der anderen Seite kommen. Das kann auch sein. Aber ich will hier mal stehen. Hallo? Hallo, hallo. Die kommen doch von da drüben immer. Normalerweise von da drüben. Horde? Horde? Was haben wir denn eigentlich für einen Monat? Januar. Der gute Jänner. Oh! Ja, hallo. Ja, da will ich euch haben. In den Rüchen will ich euch stecken. Ups. Ah, da hinten. Jetzt seid ihr wieder da hinten. Lasst mich euch erledigen mit einem Stoß. Na, der hat sich vergraben. Wieso laufen die manchmal nicht auf mich, sondern ignorieren mich? Ich mag das nicht. Ignoriert mich nicht. So. Wo war der noch? Da oben. Hi. Und jetzt? Oh, haben wir Pfeilchen bekommen. So. Wasser, wir müssen uns Wasser abkochen. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar nichts mehr dabei. Ja, toll. Hast du gut gemacht. So, na dann, mal in Ruhe gehen. Ah, hier. Ah, super. Kann ich da raufspringen? Kann ich da raufspringen? Kann ich da raufspringen? Kann ich da reinspringen? So, dann würde ich nämlich gerne da rund ums Haus. Einfach mal Wasser mitnehmen. Und ich würde sagen, das Küchenthema machen wir in der nächsten Folge fertig. Wir waren heute sehr, sehr fleißig, finde ich. So, Wasser. Den Ofen lassen wir einfach hier. Als Erinnerung. Nein, kann ja nicht schaden. Ist ja alles gut. So, den bringen wir nicht drauf. Nö, nö, nö. So, Kohle. Hier. Nein. So, dann einmal er hier. Rustikales Wasser machen. So, einmal er hier, bam. Und holen uns noch. So. Ja, voll. Ist das voll? Nö. Dann nehmen wir von hier auch noch das Wasser. Ist das jetzt voll? Ja. So. Ach, Tag 81. Super. So, und da leeren wir auch noch Wasser rein. Wir räumen noch das Inventar aus, oder? Ich würde schon sagen, komm, lass uns eine Dose essen. Ist das eine Altdose? Nö, egal. Yeah, Ausdauer. So, dann haben wir da unten nämlich so eine provisorische Küche. Da lassen wir, wie es ist. Vielleicht stellen wir noch 1, 2, 30 Trockengitter auf, aber ja, passt so. So, das kommt da rein. Sehr schön, dann haben wir Leim und Feder. Moment. Das können wir die Folge auch noch machen. Eigentlich halbieren. Zwei da dazu. So, ein Alar rein. Brauchen wir da drüben überhaupt viel? Egal. Egal. Wir haben es ja. So. Dann kommt nämlich hier rein. Ja. Gut. So. Und das legen wir da unten rein, einfach so, damit es drinnen liegt. Falls wir mal wieder Sachen abholen, wissen wir, da liegt eins drin. Oder freuen uns dann, wenn wir es nicht mehr wissen eben. So, 1, 2, 3, 4. Da machen wir noch 1, 2, 3, nein, 3 und 4. So, dann füllen wir hier noch ein. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, das war es aber auch schon für die heutige Folge. So, noch ein wenig hier gemeinsam. Inventar räumen wir gemeinsam. Nö, das mache ich. Das mache ich zwischen den Aufnahmen, oder? So, dann würde ich genau jetzt sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir die Küche fertigstellen. Oder beginnen sie fertigzustellen. Wir werden es ja sehen, wie weit wir kommen. So. Bitte, hier. Ja. Voll. So.
So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.